Wir starten die neue Ausgabe 7 Meter beim VfL Gummersbach und seinem Kreisläufer Jonas Stüber. Seine Aufgabe, unser neues Format, zwei Lügen, eine Wahrheit. Jonas, zwei Lügen, eine Wahrheit. Ich bin bereit. Wir fangen an mit Lukas Blome. Aussage Nummer 1, ich esse gerne Fisch. Nummer 2, ich bin beim ersten Mal durch meine praktische Fahrprüfung gefallen. 3, ein regeneratives Eisbad ist für mich ein Problem. Dadurch, dass ich mit Lukas im Trainingslager öfter im Eisbad saß, weiß ich, dass das für ihn kein Problem ist. Da Lukas ja aber aus Flensburg kommt und ich glaube auch ab und zu angeln geht oder ich glaube sowas schon mal aufgeschnappt zu haben und sein Spitzname auch Junior Dorsch ist, würde ich behaupten, dass er relativ gerne Fisch isst. Also sagst du, Nummer 1 ist die Wahrheit? Korrekt, ja. Das ist richtig. Ja. Wieso Junior Dorsch? Sein Papa heißt, glaube ich, Dorsch. Und er ist dann Junior Dorsch. Und ich hätte ihm auch zugetraut, dass er durch die Prüfung gefallen ist. Also. Kein guter Autofahrer, oder? Ich glaube, den Blinker kennt er nicht. Aber er ist auch BMW-Fahrer. Ich glaube, das ist normal. Okay, sehr gut. Also, einen hast du schon mal von insgesamt 5 übrigens. Okay. Mitspieler Nummer 2 ist Tibor Ivanisevic. Okay. Aussage Nummer 1. Ich habe mit Handballspielen angefangen, als ich 13 war. Nummer 2. Mein Lieblingsessen oder meine Lieblingssüßigkeit ist Pfannkuchen. Und Nummer 3. Ich bin kein großer MotoGP-Fan. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, wann Tibor mit Handball angefangen hat. Aber ich weiß, dass Tibor ziemlicher Ferrari-Fan ist und wir quasi jedes Training darüber philosophieren, wer die Formel 1 gewinnt, beziehungsweise was Ferrari so alles falsch macht. Deswegen glaube ich, dass das letzte auch eine Lüge ist. Naja, Pfannkuchen. Ist schon lecker, Mäulchen. Ne? Würde ich einfach mal auf die Pfannkuchen gehen, dass er die gerne isst. Ansonsten, ich weiß nicht, wann er angefangen hat mit Handballspielen. Deswegen sage ich, Aussage 2 ist die Wahrheit. Das ist wieder richtig. Ja, sehr gut. Nummer 3, Miro Schlurov. Okay. Ist noch neu, bin gespannt. Nummer 1, ich studiere BWL. Nummer 2, ich bin sehr kunstinteressiert. Nummer 3, ich esse für mein Leben gerne Burger. Puh, okay. Wir sagen immer, er ist BWL-Miro, weil er in so einem Hemd auch immer so eine schöne Klatschfrisur hat, dass er sich so einen Mittelscheitel macht und den so ein bisschen nach hinten. Das sieht ganz nett aus, deswegen sagen wir mal BWL-Miro, aber ich glaube, er studiert das gar nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Kunst interessiert. Habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Vielleicht meint er mit der Kunst auch die Rap-Kunst, aber da ist er auch nicht so begabt drin. Deswegen, ich würde mal auf Nummer 3 gehen, auf die Burger. Und auch das ist richtig. Sehr gut. Also können wir demnächst zusammen Burger essen. Wäre super, er kann auch welche machen. Nummer 4, Julian Köster. Erstens, früher wollte ich Arzt werden. Zweitens, ich habe mal in einem Orchester gespielt. Drittens, mein Zweitname ist Paul. Puh, ich weiß gar nicht, ob der mal ein Instrument gespielt hat oder so. Julian und ein Orchester eigentlich, kann ich mir nicht so gut vorstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er Arzt werden wollte, aber da bin ich relativ hilflos. Ich gehe auf den Arzt. Intuition ist richtig. Also auch das ist richtig. Das ist ja gut. Also du kannst jetzt kommen wir schon zum letzten, die weiße Weste waren. Dann hast du den Jackpot. Ja, mal gucken. Und die Latte hier ganz schön hochgelegt. Tom Jansen. Okay. Erstens, ich bin noch nie auf einem Pferd geritten. Zweitens, ich habe eine 360-Grad-Drehung auf dem Snowboard gemacht. Und drittens, ich habe noch nie Klompen, also diese holländischen Holzschuhe, getragen. Also eine 360-Grad-Drehung kann ich mir bei Tom eigentlich nicht vorstellen, weil wenn ich mir den beim Handballspielen angucke, ist alles relativ hölzern. Ne? So viel wie der auf die Seite fällt, ich war eben gerade im Physioraum, der hat da Wunden an der Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hinbekommt. Ich weiß nicht, als Niederländer muss man ja schon mal eigentlich solche Schüchen getragen haben, oder nicht? Ich würde da darauf gehen. Ist das falsch? Das ist leider falsch. Das ist eine Lüge. Was ist das Richtige? Das Richtige ist, er hat eine 360-Grad-Drehung auf dem Snowboard geschafft. Das muss er erstmal beweisen. Ja, okay, schade. Aber Fazit stark. 4 aus 5. Nicht optimal, aber ich bin soweit zufrieden, ja.
Von Gummersbach gehen wir zur HSG Wetzlar und einem ihrer Neuzugänge. Von den Eulen Ludwigshafen kam Nationalspieler Hendrik Wagner zur laufenden Saison zur HSG. Für uns der perfekte Zeitpunkt, um mit Hendrik den Trikottausch zu machen. Hallo, ich bin Hendrik Wagner und ich nehme euch jetzt mit auf meine Trikotreise. Ja, das ist das Trikot von meinem Heimatverein, der TSG Wiesloch. Für mich eine ganz große Herzensangelegenheit. Ich gehe immer noch total gerne in die Stadionhalle in Wiesloch und gucke meinen Freunden bei deren Spielen zu. Und ja, früher mussten wir die Trikots noch selbst waschen. Bis 2018 habe ich in Wiesloch gespielt und ich glaube, deswegen sieht dieses Trikot auch so schlimm aus. Ja, von meinem Heimatverein der TSG Wiesloch ging es dann zur SG Leutershausen. Dort habe ich 2 Jahre verbracht und im zweiten Jahr hatte ich dann ein Doppelspielrecht bei den Eulen Ludwigshafen unter Ben Matschke. Aber in Leutershausen war es auch eine unglaublich schöne Zeit. Ich habe dort den Vater von meinem jetzigen Patenkind kennengelernt und habe dort auch sehr, sehr viele Freunde gefunden, die ich jetzt auch an freien Wochenenden sehr, sehr gerne besuche. Ja, für mich ging es dann von der SG Leutershausen zu den Eulen Ludwigshafen. Ich habe dort 2 Jahre festgespielt, dann nach dem Doppelspielrecht. Und die Mannschaft ist unglaublich geil, ein bisschen verrückt, aber sehr im positiven Sinne. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Nach den Trainings gab es das ein oder andere Kaltgetränk in der Kabine. Und ich glaube, das ist der perfekte Ort für junge Spieler, sich weiterzuentwickeln. Und ich durfte auch in Ludwigshafen mein erstes Erstligaspiel machen, in Kiel. Und für mich ein Traum, der in Erfüllung ging. Und deswegen blicke ich sehr positiv darauf zurück. Während meiner Zeit in Ludwigshafen wurde ich dann das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Ich habe das damals über Instagram erfahren, über den Post vom DHB. Ich habe leider meine Mails nicht gecheckt gehabt. Aber ich habe mich natürlich riesig gefreut. Für mich ging da ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich glaube, jedes kleine Kind, das Handball spielt, träumt davon, in einer großen Arena mal für Deutschland spielen zu dürfen. Das ging für mich da in Erfüllung. Es war ein Riesentag für mich. Wir haben dort in Luxemburg gespielt gegen Portugal. Meine komplette Familie, meine Freundin, der Vater von meinem Patenkind war da. Und es war für mich ein ganz, ganz großer Tag. Und im Januar dann durfte ich auch zur EM fahren. Leider ein bisschen gebeutelt von Corona, aber trotzdem durfte ich einen Kurzeinsatz machen, das was mich auch riesig gefreut hat. Ja, seit diesem Sommer spiele ich bei der HSG Wetzlar. Hier treffe ich auf meinen alten Trainer von den Eulen, Ben Matschke. Und ich glaube, das war auch ausschlaggebend dafür, dass ich hierher kommen wollte, weil ich mich hier nochmal weiterentwickeln will unter ihm. Und ich habe mich für die HSG entschieden, weil es einfach auch noch ein familiärer Verein ist, eine tolle Geschäftsstelle, tolle Fans, eine richtig geile Arena. Und ich freue mich einfach total auf die nächsten Heimspiele und auf eine erfolgreiche Zeit. Ebenfalls deutscher Nationalspieler ist Luca Witzke. Der 23-Jährige ist Spielmacher des SCD HFK Leipzig und weiß ganz genau, worauf es ankommt, wenn man die Fäden auf Rückraummitte zieht. Hier kommt Lukas Masterclass. Hallo, mein Name ist Luca Witzke. Ich spiele beim SCD HFK Handball in der Liqui Moly HBL auf der Rückraummitte und ich zeige euch heute was zum Thema Passqualität. Für mich gibt es 3 wichtige Punkte beim Thema Passqualität, damit man technische Fehler im Spiel vermeiden kann. Der erste Punkt ist mentale Stärke, das heißt Selbstvertrauen in die eigene Stärke, Konzentration und in wichtigen Phasen stressresistent zu sein. Der zweite Punkt ist Vertrauen in den eigenen Mitspieler zu haben, dass man ihm vertraut in seine Laufbewegung und auch vertraut, dass er dort steht, wo man den Pass hinspielen will. Und der dritte Punkt ist die eigene Qualität und die Technik. Dazu zeige ich euch ein, zwei wichtige Punkte. Wichtig ist immer Fuß Richtung Tor, torgefährlich sein, dass man auch dem Gegenspieler signalisiert, man ist torgefährlich und kann aufs Tor werfen, dass man den Oberkörper aufdreht, in eine gute Wurfposition, Auslage kommt und den Pass am besten dem Mitspieler auf Brusthöhe zuspielt, damit er dann auch sofort aufs Tor gehen kann und mit dem Ball was anfangen kann und da keine Fehler passieren, die schnell zum Tor führen. Jetzt knüpfe ich nochmal an Punkt 3, an eigene Qualität und Technik. Und dazu gibt es eine ganz einfache Übung, die jeder alleine vor oder nach dem Training in der Halle machen kann oder auch sogar zu Hause. Das Einzige, was ihr braucht, ist Tape und eine Wand, wo ihr nämlich hier ein Quadrat an die Wand macht, egal in welcher Größe, und dort versucht, aus verschiedenen Entfernungen in der richtigen Wurfauslage reinzupassen. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, verschiedene Varianten mit reinzubringen, zum Beispiel dieselbe Übung mit der falschen Wurfhand zu machen, die Entfernung zu verändern,
sogar weiter zurückzugehen und verschiedene Passlängen, die ihr auch im Spiel habt, dann anzupassen oder auch die Belastung anzupassen. Das heißt, Vorübungen zu machen, wie zum Beispiel Burpees oder Sprints oder ein paar Läufe, dass ihr dann sozusagen die Belastung darstellt, die ihr auch im Spiel habt, wenn ihr dann in der 50. Minute ermüdet seid und dann trotzdem noch die Passqualität hochhalten müsst. So, jetzt Übung Nummer 2 und das Ganze ist jetzt ein bisschen spielerischer, damit das am Spiel näher dran ist. Und dafür nehme ich mir nämlich jetzt 2 Mitspieler dazu und wir machen ein kleines Passkontinuum, wo das Ganze im Laufen, in der Vorwärtsbewegung die Passqualität hochgehalten werden muss. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch jetzt. Auch bei der Übung habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, das Ganze zu erschweren, nämlich erhöhte Geschwindigkeit, Gegenspieler bzw. auch Läufe ohne Ball, damit ihr das Ganze halt auch dann bei höherer Belastung im Spiel die Passqualität hochhalten könnt. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das sind 2 einfache Übungen gewesen, die ihr nachmachen könnt, ob jetzt zu Hause oder in der Halle mit maximal 2 Mitspielern. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Ciao, ciao. Und das war's auch schon wieder mit 7 Meter für heute. Die nächste Ausgabe gibt es wie gewohnt in 3 Wochen am 9. November.